Diablo 3 Reaper of Souls, die Ultimate Evil Edition, kommt Ende August für beide alten und beide neuen Konsolen von Sony und Microsoft. Aber Moment, Diablo 3? Das ist doch über 2 Jahre alt. Was will Activision Blizzard denn nun von uns? Nochmal Geld für ein altes Spiel? Ja und nein. Denn die Ultimate Evil Edition beinhaltet zwar das Diablo 3, das 2013 für die Konsolen gekommen ist, bietet euch jetzt aber noch zusätzlich den neuen Reaper of Souls Inhalt, den es bisher nur auf dem PC gab. Dieser besteht nicht nur aus einer Menge Änderungen, sondern auch aus einem komplett neuen Akt, der einige Stunden Spielzeit obendrauf packt. Außerdem ist diese Edition die erste für PlayStation 4 und Xbox One. Aber was hat sich eigentlich geändert? Nun, da gibt es einige Sachen, die wohl nur den echten Fans auffallen und am Gelegenheitsspieler eher unbemerkt vorbeiziehen. So wurde das Loot-System etwas überarbeitet, diverse Fehler behoben und zum Beispiel die Belohnung für das Erledigen mehrerer Gegner in Folge oder mit Hilfe von Umgebungsobjekten drastisch erhöht. Die wirklich große Änderung ist die neue Klasse, der Kreuzritter. Er kämpft zum großen Teil mit Nahkampfangriffen und kann eine Menge Schaden einstecken. In der Grundversion gab es zwar schon den Barbar und die Frage, was die neue Klasse von ihm unterscheidet, ist durchaus gerechtfertigt. Auch wenn sie auf den ersten Blick recht identisch wirken, gibt es doch einen entscheidenden Punkt. Der Kreuzritter hat einige Fernkampfattacken, die seine Reichweite vergrößern, wodurch er auch Gegner angreifen kann, die nicht direkt neben ihm stehen. Ein Barbar 2.0, könnte man sagen. No! Der neue 5. Akt fügt sich nahtlos an die vorherige Geschichte an und soll mehrere Stunden zusätzliche Story liefern. Bruder, wieso? Darüber hinaus bietet die Ultimate Evil Edition auch die bereits bekannten Inhalte aus der PC-Version, wie zum Beispiel den Abenteuermodus, in dem ihr die Welt frei erforschen könnt. Auch das Zusammenspielen lokal und online wurde etwas verbessert und erweitert. Mit bis zu 4 Spielern an einem Bildschirm kann es schon mal unübersichtlich werden. Dafür hat Blizzard nun das Loot-System überarbeitet. Jeder kann erst einmal alles aufheben. Erst danach wird es auf die einzelnen Charaktere verteilt. Auch das Zocken mit Freunden, die ein anderes Level haben, wird durch das Lehrlingssystem erleichtert. Hat jemand ein niedriges Level, bekommt er vom Spiel eigene temporäre Verbesserungen, die es ihm ermöglichen, mit seinen Kumpanen mitzuhalten. Die erhaltene Erfahrung wird natürlich angepasst. Eine wichtige Funktion, gerade für diejenigen, die bereits Diablo 3 auf der PlayStation 3 oder der Xbox 360 gespielt haben, ist, dass ihr euren Charakter auf die jeweilige nächste Konsole transferieren könnt. Also von PS3 auf PS4 und von Xbox 360 auf die One. Allerdings sollten sich gerade diese Spieler darüber bewusst sein, dass Reaper of Souls nur ein Zusatzinhalt ist, der zwar reichlich neues Zeug bringt, aber bei weitem nicht den Umfang eines kompletten Spiels hat. Diejenigen, die Diablo 3 damals nicht gespielt haben und nun Futter für die neuen Konsolen brauchen, machen hier nichts verkehrt. Der Nephalem wird euch aufhalten. Niemand hält den Tod auf.